war, hör mal, als die Pierre Vogel für Munk gezeigt haben, gesagt haben, das wäre Pierre Vogel gewesen. Wie dumm kann denn RTL sein? Ich habe einen Bruder, der ist 6 Jahre, der hat gesagt, sind die bekloppt? Hör mal, kennst du auch den Bericht, das ist Pierre Vogel, Abu Hamza, the German, haben sie ihn genannt. Ja, und die haben gesagt, es könnte Pierre Vogel gewesen sein. Hast du gehört? Das zeige ich hier auch, was sie alles sagen. Halt mal drauf, hat er gesagt. Er sucht gewalttätige Muslime jetzt. Was sind Sie denn für eine? Dr. Schnaggels. Hör mal, Brüder, ignoriert hier RTL, lasst die mal ignorieren. Macht mal hier weg, geht mal weg von denen. An alle Muslime, ignoriert hier mal RTL, weg von denen. Psychologisches Problem, grundsätzlich. Das ist völlig klar, dafür werden Sie auch Verständnis haben, weil Ihr Kollege Herr Lau auch Verständnis geäußert. Lässt sich nicht vermeiden. Und aus dieser psychologischen Falle sehe ich keinen Ausweg gegenwärtig, muss ich Ihnen offen sagen. Also wenn Sie einen Ansatz haben, weiß ich nicht. Vielleicht können wir uns mal zusammensetzen mit 5, 6 Mann. Nur nicht so voreilig. Also wir müssen also im Vorfeld, habe ich Herrn Lau auch schon mal gesagt, bevor wir miteinander sprechen. Ja. Also, dass wir miteinander reden, ist zweifellos der Fall jetzt im Augenblick. Aber bevor wir miteinander sprechen, muss man sich zumindest über gewisse gemeinsame Definitionen im Klaren sein. Dass die Standpunkte zunächst unvereinbar nicht nur erscheinen, sondern wahrscheinlich auch sind, ist zunächst mal anzunehmen. Aber wenn man jetzt ein Gespräch führen will, weil ich das hin und wieder gehört habe oder auch in einen Dialog kommen will, muss man sich über bestimmte Grundsätze erstmal einig sein, was das Verfahren angeht, einig sein. Kein Problem. Also ich denke... Muss man mal sehen, muss man drüber nachdenken. Also ich will jetzt nicht so voreilig sein, dass ich jetzt sage, so, so oder so müsste das aussehen. Darüber wird man zu reden haben, um bei der Vokabel zu bleiben, um mal nicht das Wort Gespräch zu benutzen. Aber darüber wird man zu reden. Aber wir müssen auf jeden Fall zusammenkommen. Ja, also mag sein, will ich zumindest zunächst nicht vollständig ausschließen. Jetzt stehen wir auch zusammen. Also ich hoffe, so schnellstmöglich. Wollen wir mal sehen. Wir werden von uns aus, Sie werden drüber nachzudenken haben, wir werden auch drüber nachdenken. Dass wir uns irgendwann einen Tisch setzen, ohne Kamera, ohne alles. Mal sehen, Herr Vogel. Also gegenwärtig halte ich es für mehr als problematisch und mehr als schwierig, habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ich glaube. Und das Wort Lösung scheint mir noch ganz weit entfernt zu sein. Aber man soll nie sagen, wie man sagt. Nein. Also die Daumen gar nicht. Oder? Ich bin nicht gebunden religiös, formulieren wir es so. Eine Frage, also das werden wir sicherlich in 3 Minuten. Eine Frage an Sie mal, das hört sich ja jetzt so an, als doch vielleicht einen... Also ich bin bereit. Seien Sie vorsichtig jetzt zunächst einmal mit Ihren Annahmen. Also ich nehme zunächst einmal gar nichts an, aber wie gesagt, es ist so, dass wir hier stehen. Wir reden auch miteinander, Gespräch vermeide ich, diesen Begriff Dialog auch noch. Gemeinsamer Weg vermeide ich auch, Ziel vermeide ich gegenwärtig noch viel mehr, das schiebe ich noch weiter weg. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, es klappt. Geben Sie sich einen Ruck.
Mal sehen. Will ich jetzt nicht kommentieren. Alles Gute. Will ich jetzt nicht kommentieren. Moment. Wir leider in dem Moment ist die Batterie leer gegangen. Achso. Diesen Schluss. Okay, dann machen wir ein bisschen Show. Ne? Eine reicht. Ja, wir haben keine. Karriereleiter. Du bist gekündigt. Könnt ihr unsere Kameraleiter stellen, das Geld, ne? Ich hab's auch unzensiert hier auch nochmal drauf, ne? Wir haben genug. Das ist von dir bei SD. Ach, ich kenne das eigentlich nur von Neonazis. Muss ich ehrlich sagen. Ohne jetzt. Werden wir gefilmt? Gar keine Wertung vornehmen. Dann nehmen Sie doch die Kamera. 20 Jahre. Ja. Nur bei Neonazis. Nehmen Sie doch die Kamera weg. Sonst müsste ich mich vielleicht dann. Das ist uns alle. Ja? Also keine. Okay. Also, jetzt mache ich den Schluss nochmal gerade. So. Also ist das jetzt, tritt die ganze Auseinandersetzung jetzt in eine neue Phase? Hoffentlich. Nein, das habe ich dir jetzt nicht gesagt. Wir stehen hier auf dem Platz. Wie es jetzt weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, oder so, ist völlig offen. Das habe ich ja vorhin klar gesagt. Der Vogel sagt, bei mir ist das gegenwärtig überhaupt nicht erkennbar, aber wir stehen hier zusammen. Also das ist unbestreitbar. Also Folgerungen, Wege, Ziele, der Ruck, der stattfinden sollte, den will ich jetzt noch nicht anvisieren oder so hier auch in keiner Weise bestätigen. Für keine neue Phase. Wir haben hier miteinander geredet. Wir haben uns bestimmt noch nicht argumentativ ausgetauscht, noch nicht austauschen können. Also darüber können wir zumindest nachdenken, wie es weitergeht, ob es weitergeht, aber ohne jegliche Vorstellung davon, was jetzt demnächst geschehen wird. Also da will ich jeden Verdacht vermeiden, in die eine wie in die andere Richtung. So ist es von meiner Seite. Ist das in Ordnung für Sie? Für mich? Was soll ich sonst machen? Aber ich wollte natürlich gerne, dass wir zusammensitzen. Ich meine, rein rechtlich, dass wir die Öffnung der Moschee nicht verhindern können. Für mich geht es darum, ich möchte, wenn ich etwas aufmache, wir haben drumherum die Leute, die glauben Sie, das können Sie erreichen? Also wie gesagt, wenn wir jetzt die inhaltliche Betrachtung im weitesten Sinne beiseite lassen, glauben Sie angesichts der Situation hier alleine das psychologische Problem, die zu sich lösen? Das sehe ich gegenwärtig überhaupt nicht. Also ohne, dass ich jetzt sonst was bewerte. Sie sind sich da sicher. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das schaffen. Das Wort schaffen wir nicht, das gibt es bei mir im Vokabular nicht. Das glaube ich Ihnen unbesehen. Das ist nur ein Anschlag. Ich will dir was.